endet mit dem heutigen Handelstag das Sommerloch und dann kommt ein Gewitter. Die Saisonalität jedenfalls würde das hergeben, wie wir gleich sehen werden in folgenden Grafiken. Denn es ist so, dass normalerweise im August der Dollar seinen besten Monat hat, dass gleichzeitig die 10-jährigen US-Staatsanleihen ihren schlechtesten Monat haben. Wir sehen also, das sind bestimmte Marktbewegungen, die gerne im August passieren und vor allem für die Aktienmärkte interessant, dass der VIX normalerweise den stärksten positiven Monat hat des ganzen Jahres. VIX ist ja die Wohlererwartung für die S&P 500 Aktien. Dementsprechend, wenn die Wohlererwartung nach oben geht, dann fallen die Märkte meist. Wenn also der VIX steigt, nicht immer, aber fast immer, dann fallen die Märkte und andersrum. Und gleichzeitig ist auch Gold der zweitbeste oder für Gold der August durchaus auch ein guter Monat. Also da sind ein paar Fragezeichen, die jetzt im Raume stehen, nachdem wir uns in den letzten Tagen ja so dahingeschleppt haben, so ein bisschen in einer Seitwärtsbewegung. Aber jetzt kommen eben die Großereignisse, heute startend mit der Fed, mit der Befragung der CEOs der großen US-Konzerne, morgen das US-BIP, auch das BIP aus Deutschland, US-BIP bei -34% erwartet, muss man sich mal vorstellen. Und dann natürlich die Zahlen von Amazon, Apple, Alphabet respektive Google und eben Facebook. Also das ist eine immense Masse an Marktkapitalisierung, die dann mit diesen Zahlen bewegt wird. Schwer vorstellbar, dass dann alles so weitergeht, dass wir zumindest ein kleines Gewitter haben, vielleicht nach oben, vielleicht nach unten an den Aktienmärkten, dass sich da jedenfalls etwas bewegt, nachdem das Sommerloch uns alle so ein bisschen mürbe macht. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an, die relevant sind. Relevant sind nämlich derzeit auch Meinungsumfragen in Sachen US-Wahl. Da sehen wir, dass Biden nach wie vor deutlich führt, aber Trump den Abstand etwas hatte verkürzen können. Und wenn wir uns mal genau vor 4 Jahren an diesen Tag, 29. Juli 2016, zurückversetzen, also eben auch 3 Monate etwa vor der US-Wahl, und dann sehen wir, dass Clinton damals bei 67% lag in Meinungsumfragen, Trump nur bei 34, während Biden jetzt bei 62% ist und Trump bei 41. Und jetzt sagen natürlich die Trump-Aficionados, ja, Meinungsumfragen sind doch Schwachsinn. Aber es ist eben nicht immer so, dass sich Meinungsumfragen praktisch irren. Es war so 2016, gar keine Frage. In den Meinungsumfragen 2016 gab es erstmals eine Führung für Donald Trump, als der Osten der USA schon gewählt hatte, wie Jim Bianco hier interessanterweise anmerkt. Aber das wird natürlich ein Grund für Volatilität. Was denken die Märkte, wird bei der US-Wahl passieren? Ich hatte heute Morgen eine Grafik gezeigt, aus der hervorgeht, dass normalerweise die Aktienmärkte 3 Monate vor der Wahl schwach sind, wenn die regierende Partei die Wahl verliert. Und andersrum, wenn da der bestehende Präsident, der regierende Präsident und seine Partei die Wahl gewinnen werden, dann tendieren die Aktienmärkte 3 Monate vorher meistens sehr, sehr positiv. Apropos Trump, was wir hier sehen, ist ein Fahnenstangenchart von Kodak, dieser ehemalige Fotohersteller, ist jetzt auch ja im Medikamentbereich tätig und er soll laut Trump hier Generika für die Amerikaner herstellen, also praktisch Medikamente, deren Patent abgelaufen ist, können dann neu von allen anderen produziert werden, eben Generika. Und Eastman Kodak ist massiv gestiegen, ist mehrfach vom Handel ausgesetzt worden. Die Aktie hat viele, viele 100% gewonnen, dann aber auch wieder einen Teil dieser massiven Gewinne abgegeben. Absolut verrückt, eine Spielwiese für die Robin Hooder, ebenso wie die FANG-Aktien, wie wir sehen, die haben sich deshalb besser gehalten als der Nasdaq insgesamt und als der S&P sowieso. Mark Cuban von den Dallas Mavericks, vielleicht vielen bekannt, dem Ex-Club von Dirk Nowitzki, hat gesagt, ja, wenn es einfach ist wie derzeit, dann können alle tanzen, aber was passiert, wenn die Musik aufhört zu spielen, dann zeigt sich, wer tanzen kann. So der Tenor des Investors. Schauen wir uns mal an in Sachen Berichtssaison. Es gab ja heute wieder einen ganzen Reigen aus Zahlen. Wir haben insgesamt 19%, also fast ein Fünftel der S&P 500 Unternehmen, hat eine massive Abweichung von der Erwartung, nämlich 50%, mindestens 50%. Und entweder nach oben oder nach unten, das gab es so noch nie, liegt natürlich an dieser einmaligen Situation des Lockdowns im Gefolge der Corona-Krise. Wir hatten ja eine Finanzkrise-Situation, wo ja, kontinuierlich etwas nach unten ging, wo auch Panik teilweise der Fall war, aber nicht, wo die ganze Wirtschaft geschlossen war. Und da ist eben die Frage, was bedeutet das für die Unternehmen, schwer einzuschätzen. Die Analysten tappen da ein bisschen im Dunkeln. Nicht im Dunkeln hat uns heute Boeing gelassen.
Hier sehen wir erstmal die Verschuldung von Boeing massiv gestiegen. Wieder heute ja die Zahlen des Fluggebauers aus den USA. Da sind wir in den Schulden maßgeblich jetzt nach oben. Eigentlich normalerweise müsste jetzt eine weitere Abstufung erfolgen. Wir sehen, dass Boeing den Cashflow um weitere 5,3 Milliarden Dollar reduziert hat. Also das ist nicht besonders gut gelaufen. Und hier sehen wir auch die Auftragseingänge für Boeing natürlich auch kollabiert. Also das war schon eine harte Nummer. Die Aktie hat sich zunächst ganz gut gehalten, ist aber dann doch eher deutlich ins Minus gedreht. Wir haben insgesamt ja zuletzt besser als erwartete Konjunkturdaten gesehen. Auch hier hat man die Erwartungen ja sehr stark nach unten genommen. Dann ist sie übertroffen worden, sichtbar hier im City Economic Surprise Index. Das Interessante aber ist, dass die Anleiherenditen da auf überhaupt nicht reagieren. Wir sehen, dass nach wie vor etwa die 5-jährige US-Staatsanleihe die Renditen unter Druck sind. Neues Allzeittief bei der 5-jährigen in den USA heute. Und das, obwohl die Inflationserwartungen doch derzeit nach oben gehen, weil man sich sagt, naja, die Notenbanken, die pumpen Geld ins System, irgendwann wird daraus Inflation werden. Und apropos Notenbanken, heute ja die Fed, die wohl versuchen muss, noch dovischer zu sein, als die Markterwartungen ohnehin sind. Das wird eine schwierige Geschichte. Jedenfalls 20 Uhr werden wir bei Finanzmarktwelt das Statement veröffentlichen und dann ab 20.30 Uhr die Pressekonferenz. Jetzt gehen wir rein in die Charts, alle Charts auf Stundenebene, meine Damen und Herren. Wir sehen den DAX in dieser Seitwärtsbewegung 12.814. Wir sehen den S&P, der jetzt steigen kann, der sehr gute zulegen kann, 3.248. Aber der DAX macht es irgendwie nicht mit. Wir sehen nach wie vor Dollarschwäche. Man überlegt jetzt seitens der Amerikaner TikTok praktisch zu bannen, ähnlich wie Huawei, also eine chinesische App zu bannen. Das sorgt für Spannungen zwischen China und den USA und das ist Dollar negativ, 1,1774 der Gemeinschaftswährung zum Dollar. Wir sind Gold bei 1.958 und Crude Oil heute sehr volatil, nachdem die Lagerbestände doch deutlicher gefallen sind als erwartet. Also jetzt ist die Frage, kommt das Sommerloch endlich an sein Ende? Es ist ja auch eine zähe Veranstaltung gewesen. Es wäre Zeit, wenn mal was passiert, wenn vielleicht eine Richtungsentscheidung jetzt mal fällt an den Aktienmärkten. Denn ewig können wir nicht so weitermachen in dieser etwas, man kann fast sagen, depressiven Atmosphäre. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Ich freue mich, wenn wir uns heute 20 und 20.30 Uhr auf Finanzmarktwelt sehen. Jetzt Ihnen bis dahin einen schönen Feierabend. Servus und ciao.